Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World's Finest Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder die neuesten Informationen rund um GTA Online für euch, denn wir haben heute nicht nur das Halloween-Update 2017 bekommen, nein, wir haben auch mal wieder eine neue Eventwoche von Rockstar Games bekommen. Und diese Eventwoche ist die größte und beste Eventwoche, die wir jemals in GTA Online von Rockstar Games bekommen haben, denn in dieser Eventwoche feiern wir den 4. Geburtstag von GTA Online und dort bekommen wir direkt einmal 4 Geschenke von Rockstar Games. Wir bekommen extrem viele gute Rabatte und es gibt doppeltes Geld und doppelte RP. Jedenfalls hat diese Eventwoche heute begonnen und geht dieses Mal fast 2 Wochen, und zwar geht diese noch bis Montag, den 6. November 2017. Aber bevor wir nun mit dem Video anfangen, wäre es echt fresh von euch, wenn wir auch heute wieder auf diesem Video hier die 500 Likes packen würden. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, dann kannst du das Ganze gerne jetzt auch kostenlos machen, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Aber lasst uns nun mit dem Video beginnen, und zwar würde ich sagen, dass wir jetzt einmal mit den Rabatten beginnen, die wir jetzt in dieser Woche eben in GTA Online bekommen haben. Und zwar gibt es hier derzeit 30% Rabatt auf alle Bunker, auf alle Hangar, auf alle Motorrad-Clubhäuser und auf alle Fahrzeuglagerhäuser. Des Weiteren gibt es 30% Rabatt auf einige Special-Fahrzeuge, und zwar auf den bewaffneten Temper, auf das Halbkettenfahrzeug, auf den Ramp Buggy, auf dem Phantom Wretch und auf dem Ruiner 2000. Außerdem gilt dieser Rabatt für beide Preise, also für den Normalpreis und für den günstigeren Preis. Weiter geht es dann mit 30% Rabatt auf folgenden Fahrzeugen, und zwar auf den Vapid Retuine, oder wie das Fahrzeug eben heißt, ihr könnt es ja eh gerade hier im Hintergrund sehen, auf den Hijack Rusten, auf den Pegassi Infernus Classic, auf die Pegassi Vortex, auf die Nagasaki Shutaro bzw. den Tron Bike, auf dem D-Class Tornado Red Rod, auf den Ocelot Penetrator, auf den V65 Molotov und auf das Upgrade des Banshees zum Banshee 900R bei Benny's Original Motorworks. Und zu guter Letzt gibt es dann noch 30% Rabatt auf alle Gegenstände aus den alten Halloween-Updates, also auf die ganzen Masken, auf die Gesichtsbemalungen, auf die Wackelkopffiguren, auf die Hupen und natürlich auch auf den Albani Frankenstrange, auf den Albani Lorcha und auf die Sanctus. So, das waren nun aber jetzt endlich auch schon alle Rabatte, die wir in dieser Woche bekommen haben, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass da wirklich extrem viele krasse Rabatte bei sind. Besonders bei den ganzen Immobilien und bei dem Halloween-Zeug finde ich die Rabatte echt krass, und deshalb kann ich euch nur raten, schlagt zu und kauft euch alles, was euch noch fehlt. Kommen wir jetzt aber mal zu den Geldbonis, die wir in dieser Woche bekommen haben. Und zwar gibt es hier noch bis zum 30. Oktober 2017 doppeltes Geld und doppelte RP auf alle von Rockstar Games erstellten Verwandlungsrennen, inklusive dem neuesten Verwandlungsrennen Inferno, welches wir ja heute neu in GTA Online mit hinzubekommen haben. Des Weiteren gibt es dann noch bis zum 6. November 2017 doppeltes Geld und doppelte RP auf den neuesten Gegnermodus Condemned, den wir ja ebenfalls heute neu in GTA Online hinzubekommen haben. Und wie ich ja bereits in meinem letzten Video gesagt habe, finde ich diesen Gegnermodus echt cool, und dann auch noch doppeltes Geld für diesen Modus. Das Ganze finde ich auf jeden Fall richtig geil. Abschließend gibt es dann noch doppeltes Geld und doppelte RP auf alle Hangar-Verkaufsmissionen, und alle Mitarbeiter eures Unternehmens bekommen ebenfalls das doppelte Gehalt. Also im Großen und Ganzen sind all diese Geldbonis auf jeden Fall richtig gut, und deshalb rate ich euch, nutzt diese auf jeden Fall aus. Zu guter Letzt bekommen wir in dieser Eventwoche dann noch 4 Geschenke von Rockstar Games, und zwar bekommen wir 3 kostenlose Halloween-T-Shirts geschenkt, die uns automatisch im Inventar hinterlegt werden, wenn wir uns jetzt einmal bis zum 6. November 2017 in GTA Online einloggen. Bei diesen 3 T-Shirts handelt es sich um das Cheerleader Massacre 3 T-Shirt, um das Vinewood Zombie T-Shirt und um das Messer im Dunkeln T-Shirt. Die T-Shirts könnt ihr auf jeden Fall auch gerade schon im Hintergrund sehen, und ich finde alle 3 T-Shirts auf jeden Fall richtig nice. Und deshalb gönnt sie euch, denn ab dem 6. November 2017 werden diese T-Shirts auf jeden Fall richtig selten werden, weil man diese dann halt nicht mehr bekommen kann. Aber ich muss sagen, dass das letzte Geschenk, welches wir von Rockstar Games bekommen werden, doch das beste Geschenk ist, denn das letzte Geschenk ist ein Geldgeschenk. Aber ich würde sagen, ich lese euch jetzt einfach mal vor, was Rockstar Games zu diesem Geschenk selber sagt und wie ihr es eben bekommen könnt.
Also, um die 4 Jahre voller Chaos im südlichen San Andreas Gebühren zu feiern, haben wir für alle Spieler, die sich zu einem beliebigen Zeitpunkt zwischen jetzt und dem 6. November 2017 einloggen, eine Überraschung vorbereitet. Denn jeder, der sich in diesem Zeitraum einloggt, erhält 400.000 GTA-Dollar als Belohnung. Die Summe wird dann zwischen dem 6. November und dem 13. November 2017 auf euer Konto bei der Maze Bank überwiesen werden. Ich finde, das Ganze ist auf jeden Fall eine richtig heftige Aktion von Rockstar Games und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Eventwoche doch die beste Eventwoche ist, die wir jemals in GTA Online bekommen haben und deshalb kann ich euch nur raten, nutzt diese Eventwoche auf jeden Fall so richtig aus. So, das waren nun aber auch schon alle neuen Informationen, die ich heute rund um GTA Online für euch hatte. Und deshalb würde ich sagen, dass ich das Video jetzt nun an dieser Stelle hier beenden werde. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen freshen Tag und habt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Halloween-Update 2017 und mit dieser Eventwoche. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr auf jeden Fall, was ihr machen müsst. Lasst dem Video auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du neu auf meinem Kanal bist, dann abonniere mich kostenlos und aktiviere die Glocke, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund, haut rein und ciao.